angerufen worden von einem Mitglied der Bürgerinitiative, die sich für die Erhaltung der Situation am Liebfrauenberg einsetzt und Unterschriften gesammelt hat. 150 Unterschriften hat er mir gegeben und ich bin beauftragt worden, auch die heute Abend zusammen mit den anderen Unterschriften zu übergeben. Der Kern der Sache ist der, dass nämlich diese wunderschönen vier Linden, die auf dem Spielplatz stehen, am Liebfrauenberg und unterhalb davon auch die große Buschhecke, dass das abgerissen werden soll, dass die Bäume gefällt werden sollen und dass dort ein weiteres Wohnhaus gebaut werden soll zu den ganzen Wohnungen, die im Bereich der Liebfrauenhöfe schon entstehen. Nach unserer Ansicht ist das eine nicht ganz zu Ende gedachte Geschichte. Vor allen Dingen möchte ich Herrn Kortlücke fragen, wie er das einschätzt, welche Bedeutung diese Bäume dort für das Kleinklima haben und für die Menschen, die dort in dieser Stelle wohnen. Ich möchte nur kurz zitieren. Es gibt Berechnungen, nach denen eine 150 Jahre alte Buche pro Tag über ihre Blätter 24 Kilogramm CO2 aufnimmt, so viel wie ein Kleinwagen im Durchschnitt auf 150 Kilometer in die Luft pustet. Außerdem werden Schadstoffe aus der Luft gefiltert, Bakterien, Pilzsporen und Feinstaub. Zusätzlich werden von ihr rund 11.000 Liter Sauerstoff produziert. Das entspricht etwa dem Tagesbedarf von 26 Menschen. Über ihre Blätter verdunstet sie täglich bis zu 500 Liter Wasser. Wenn der Baum gefällt wird, müsste man etwa 2000 junge Bäume mit einem Kronenvolumen von einem Quadratmeter pflanzen. Wollte man ihn vollwertig ersetzen. Die Kosten dafür müssten bei etwa 150.000 Euro liegen. Die vier ausgewachsenen Bäume auf dem Platz am Liebfrauenberg bilden zusammen eine Krone, die den Berechnungen dieser alten Buche bei weitem entsprechen. Meine Frage vor allen Dingen ist die, inwieweit sich die Stadt bei dem ganzen Projekt Wohnhöfe, Domhöfe, inklusive Parkhaus, inklusive Bebauung am Liebfrauenberg, um diese kleinklimatischen Bedingungen, unter denen die Menschen in der Innenstadt leben, eigentlich kümmern. Ich vermisse da ein klares Konzept von der Grünplanung hier in Wetzlar, die wirklich nicht nur immer stückweise mal hier eine Wiese für Insekten und so weiter absichert und so weiter, sondern dass sie auch an die Menschen denkt, die in der Innenstadt leben und die ein vernünftiges und gesundes Klima haben, in denen sich auch zum Beispiel ihre Kinder wohlfühlen können.